einem neuen Video von mir. Heute gibt es das alljährliche Osterkörbchen-Video. Ich hatte schon einige Nachfragen von euch, ob es das Video dieses Jahr gibt. Ja, hier ist das Video. Ich habe eine Weile gebraucht, bis ich die Sachen so zusammen hatte und habe mir natürlich auch diesmal wieder Gedanken gemacht, wie die Körbchen aussehen sollen. Diesmal sind es so Low-Budget-Körbchen geworden, also da habe ich jetzt für die Kinder nicht so viel Geld ausgegeben wie so die letzten Jahre, weil die Kinder einfach auch alles haben. Also wenn man mal ehrlich ist, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber meine Kinder haben wirklich relativ viel Spielzeug und ich weiß, womit sie spielen, was sie gerne machen. Und da jetzt auch die Jahreszeit beginnt, wo sie sich sehr viel draußen aufhalten, sind ja diese Spielzeuge, die man so im Kinderzimmer benutzt, eher zweitrangig. Und deswegen habe ich jetzt den Fokus eher so auf Sachen gelegt, die man eh im Alltag braucht, die man den Kindern eh gekauft hätte. Natürlich sind da auch noch schöne Sachen dabei, worüber sie sich freuen. Ich würde sagen, ich lege direkt los mit dem Video. Wer mich jetzt noch nicht kennt oder nicht weiß, wie man das einordnen kann, also ich habe drei Körbchen zurecht gemacht. Einmal für meine Kinder, für meinen Sohn, der ist jetzt 10 Jahre, mein zweiter Sohn ist 7 Jahre und meine Tochter ist 4 Jahre. Also da ist wirklich für alle Kinder etwas dabei. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit dem Video und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Seifenblasen passen ja immer in den Frühling. Jedes Kind verwendet das gerne und die habe ich hier bei Action gefunden. Die sind ja relativ groß, wie man sehen kann. Gibt es in jeglichen Farben. Ich glaube, die haben da auch nur 70 Cent gekostet. Machen wir weiter mit diesen Ersatzpfeilen für diese Nerf-Pistolen. Die gibt es nämlich auch bei Action, kosten dort 99 Cent. Die kaufe ich da schon seit Jahren nach, weil die natürlich auch hier immer wieder verschwinden oder kaputt gehen, dann im Garten landen und meine Kinder spielen eben sehr gerne damit. Dann habe ich meinem Sohn eine Taucherbrille besorgt. Seine alte ist leider Gottes im Winterurlaub kaputt gegangen. Das war sogar eine von Alpina, glaube ich, also gar nicht so günstig. Und ich habe jetzt hier eine von Action gefunden. Und die sieht richtig hochwertig aus. Ich glaube, die kostet auch nur 2,99 € mit einer Verpackung. Und also sie macht auf jeden Fall einen soliden Eindruck, muss ich sagen. Ich hoffe, dass sie auch so lange hält. Auch bei Action habe ich eine richtig coole Handyhülle gefunden. Sieht jetzt überhaupt nicht spektakulär aus. Ist einfach eine ganz normale, transparente Handyhülle. Die war auch gar nicht teuer. Ich glaube, die hat 1,13 € gekostet. Aber ich gehe mal näher ran. Da seht ihr, dass man dort hinten Karten reinmachen kann oder eine Karte. Und das ist natürlich perfekt, entweder für die Busfahrkarte, wenn das Kind mit dem Bus fährt. Aber ich dachte mir, für meinen Sohn ist das vielleicht ganz praktisch, wenn da seine Blinkkarte reinkommt. Ich habe das, glaube ich, schon mal kurz in einem Video erzählt. Das ist praktisch eine Geldkarte, womit man kontaktlos bezahlen kann. Ich muss das nochmal genau in einem Video erklären, aber vielleicht kennen das schon einige von euch. Und die ist leider Gottes bei meinem Sohn immer lose irgendwo. Er macht die nicht ins Portemonnaie. Und ich dachte mir, dass es vielleicht ganz praktisch wäre, wenn sie hier drin ist, sodass man sie vielleicht auch direkt an das EC-Lesegerät halten kann. Und dann noch ein Handy-Gadget, auch von Action. Das hatte ich, glaube ich, bei TikTok das letzte Mal gesehen. Und das soll wohl wunderbar funktionieren. Und zwar ist das so ein Aufladegerät, also ein magnetischer Wireless Charger sozusagen. Da sind zwei Ringe mit dabei, die klebt man dann direkt auf das Handy hinten drauf und hier wird das Handy dann draufgelegt und somit wird es dann auch geladen. Da ist auch noch ein Kabel dabei. Ich glaube, das Ganze hat jetzt um die 7 € gekostet. Dann habe ich da noch was richtig Cooles gefunden. Ich glaube, meine Kinder werden sich da riesig drüber freuen und zwar ist das ein tragbarer Bluetooth-Lautsprecher. Ich habe ihn vorhin auch schon mal ausgetestet. Also die Qualität ist echt gut. Ich meine, wir haben ja hier so eine teure, ich glaube von Bose oder JBL, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, so eine tragbare Box. Aber das Ding geht wirklich auch gut ab. Also das können die Kinder damit auf den Fußballplatz nehmen, wenn sie da vielleicht mal in ihrer Freizeit spielen oder mit zu Freunden oder wenn sie draußen sind. Und das kann man hier auch ganz easy anhängen an den Rucksack oder an den Gürtel, je nachdem, an die Hose. Und das verbindet sich eben mit dem Tablet, mit dem Handy und ja, spielt ganz normal dann die Musik ab oder die Hörbücher und das hat, glaube ich, auch nur 3,98 € gekostet. Und das letzte Teil, was ich von Action habe, ist diese ultra coole Sonnenbrille. Können wir mal bitte darüber reden, wie toll diese Form aussieht? Also ich hätte sie, glaube ich, selber gerne. Ich bin ja auch so ein kleines Sonnenbrillenopfer und ich dachte mir, das passt perfekt zum Frühling. Meine Kinder lieben ja auch es, Sonnenbrillen zu tragen. Leider Gottes ist es aber immer so, dass die entweder verloren gehen oder schnell Kratzer drauf kommen. Deswegen dachte ich mir, nehme ich die einfach mit. Ich glaube, die hat 1,20 € gekostet. Hat natürlich auch einen UV-Schutz. Das nächste habe ich nicht von Action, sondern das habe ich bei Amazon bestellt. Und zwar ist es dieses Spiel hier. Das nennt sich Werwölfe und das wird aktuell in jedem Klassenzimmer gespielt. Also wenn ihr dort unter diesen Rezensionen nachschaut, steht das auch da, dass das super beliebt bei Kindern ist. Und unsere Kinder, also nicht unsere Kinder, sondern die Kinder aus der Klasse meines Sohnes spielen das wohl auch. Und dann habe ich noch eine andere Erfahrung. Dort wird es auch gespielt. Also es scheint sehr, sehr beliebt zu sein. Deswegen habe ich es jetzt auch nochmal bestellt. Habe jetzt aber gesehen tatsächlich, dass es von 8 bis 18 Spielern
benötigt. Das heißt, man braucht dann schon 8 Personen, mit denen man das spielen kann. Das ist bei uns natürlich kein Problem, weil wir eine riesige Familie sind und auch oft Freunde hier haben oder Kinder hier haben. Also das ist kein Problem. Wenn das jetzt bei euch nicht der Fall sein sollte, kann ich euch auf jeden Fall noch ein anderes Spiel verlinken. Das haben wir nämlich auch letzte Woche oder vorletzte Woche das erste Mal gespielt. Das war am Anfang ein bisschen knifflig, aber das hat auch super, super viel Spaß gemacht hier, wo man eben versucht rauszufinden, wer der Werwolf ist. Und da muss man ein bisschen blöffen. Das macht schon richtig viel Spaß. Also das andere verlinke ich euch auf jeden Fall auch unten. Dann noch etwas, was auch super gehypt ist. Das habe ich auch von Amazon bestellt. Und zwar sind es diese Astrobälle, ich glaube, so heißen die. Die springen extrem hoch. Und da habe ich jetzt ein Viererset bestellt. Und dann kommt jedes Kind so einen Ball in das Körbchen. Sehen eigentlich ganz schlicht aus, sind auch super leicht, aber die springen extrem hoch, kann ich euch sagen. Dann habe ich noch etwas gekauft, was meine Kinder sowieso immer benötigen, und zwar einmal Duschbad. Das ist einmal von DM gewesen, also von Balea, und dazu noch einmal was zum Baden. Und der letzte Artikel wurde sich sehnlichst von meinem Kind gewünscht und ich habe mir einen Wolf gesucht. Also ich war, glaube ich, in 3 Geschäften, bis ich es dann bei Edeka gefunden habe. In einem gut sortierten Edeka, muss ich dazu sagen. Und zwar handelte es sich hierbei um die Paulberger Limo. Ich habe das vorher noch nie gehört. Aber das ist wohl von dem YouTuber iCrymax, fragt mich nicht. Also einmal Peach und Bubblegum. Da merkt man, ich gehöre auf jeden Fall zur älteren Liga. Und ich zeige euch auch mal die Inhaltsstoffe, falls euch das interessiert. Also die sind jetzt nicht schlimm. Also ich hätte da wirklich anderes erwartet. Und es ist aber nicht ganz günstig. Also eine Dose kostet 1,49 Euro, glaube ich. Ja, ich bin gespannt, wie die schmecken. Ich werde natürlich auch mal kosten. Bei dem Osterkörbchen meines 7-jährigen Sohnes war es natürlich auch nicht so einfach, weil er ja auch einen größeren Bruder hat. Und wir kennen das sicherlich als Eltern, wenn man so mehrere Kinder hat, möchten diese ja auch die Sachen, die die Größeren schon haben. Aber sie spielen ja oftmals noch mit anderen Sachen. Also es ist nicht so ganz einfach, sage ich euch. Deswegen zeige ich euch jetzt, was ich für meinen 7-jährigen Sohn gekauft habe. Es ist eine gute Mischung, also hoffe ich zumindest, was ihm gefallen könnte. Und dass es da auch nicht so viel Streit gibt. Also natürlich habe ich auch wieder diese tolle Limo hier besorgt. Dann habe ich auch diese Seifenblasen geholt. Ja, dann habe ich ihm noch das hier geholt. Das hatte ich auch von Action. Ich glaube, es hat 3,99 Euro gekostet. Und das ist eben so eine, nicht Schwimmmatte. Ich komme jetzt einfach nicht drauf. Schwimmmatratze, Bett für das Wasser. Ich habe keine Ahnung. Also mir fällt gerade der Begriff nicht ein. Auf jeden Fall kann man das natürlich auch gut in unserem Whirlpool benutzen oder natürlich auch im Urlaub. Das finde ich richtig cool. Also das werde ich auf jeden Fall auch benutzen. Denn wenn man da so ein bisschen mit dem Wasser hängt, finde ich das immer sehr angenehm. Dann habe ich noch diese CD, Der kleine Prinz. Die hatte ich tatsächlich noch in meinen Katakomben. Ich habe ja immer so eine Box, wo ich so Geschenke reinmache für Eventualitäten, also Geburtstage. Und das finde ich ja so schön, diese Geschichte, Der kleine Prinz. Kennt ihr die? Also ich denke schon. Und da wir ja noch so Oldschool-NCD-Player haben und meine Kinder ja auch immer noch CD hören, habe ich gedacht, packe ich das mit rein. Dann habe ich auch von Action das hier. Das mache ich ja meinen Kindern ab und zu immer mal mit in die Getränkeflaschen für die Schule, damit sie dann eben auch das Wasser trinken. Da kommt wirklich ganz wenig rein und das gibt dann eben so einen dezenten Geschmack. Das ist jetzt Geschmacksrichtung Strawberry, ist eben ohne Zucker. Dann habe ich auch hier diesen Hasen von Kinderüberraschungsei. Ja, ich habe diesmal keine Süßigkeiten reingemacht, außer das hier, weil ich weiß, dass die Kinder auch von den Großeltern noch ein bisschen was bekommen werden. Und dann ist es ja sowieso um die Feiertage so, dass man super viel isst. Und ja, da brauchen sie jetzt nicht noch Unmengen an Süßigkeiten. Dann auch dieser tragbare Bluetooth-Lautsprecher. Auch die Sonnenbrille und diese Pfeile bloß in einer anderen Farbe. Dann bekommt er allerdings noch, was er sich gewünscht hat, jetzt nicht speziell zu Ostern, sondern so allgemein, ein Schiedsrichter-Set. Das ist aber noch nicht da. Das heißt, ich werde euch das einfach hier einblenden. Also es ist im Prinzip einfach nur eine gelbe Karte, eine rote Karte, eine Pfeife und noch was zum Mitschreiben. Dann hier noch so ein kleines Matchbox-Auto von Hot Wheels. Und jetzt muss ich euch was zeigen. Das habe ich nämlich auch bei Action gefunden für 1,99 Euro. Und zwar ein Tamagotchi. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Aber kennt ihr die noch von früher? Ich habe das ja damals auch sehr geliebt. Und hier sind 100, jetzt sehe ich es gar nicht, 168 Tiere inklusive sind. Kann man sich ein Tier aussuchen und muss sich dann um dieses Tier kümmern und es pflegen und hegen. Und das kann man ja auch irgendwie ganz niedlich an den Schlüsselbund machen oder an den Ranzen. Ja, also ich habe mir das dann schon mal irgendwann angeguckt auf TikTok. Also es sieht tatsächlich auch aus wie damals. Gibt es auch in mehreren Farben. Und dann habe ich ihm noch was zum Basteln geholt. Also einmal so Dino-Sticker. Ein Malbuch auch von Action. Das fand ich so schön.
mit diesem Weltraumthema. Ja, da, also auch die Bilder finde ich so schön. Es gibt ja so mal Bücher, die haben nicht so schöne Bilder. Aber hier sieht sehr cool aus. Gab es auch ganz, ganz, ganz viele verschiedene Themenbereiche dort. Das war auch, glaube ich, gar nicht teuer. Vielleicht 1 Euro hat es gekostet. Und das sind die Sachen, die von DM mitgekommen sind. Einmal dieses Dino-Duschbad. Das muss auch neu sein. Das habe ich da so noch nicht gesehen. Und einmal ein Schaumbad von Pokémon. Wenn da jetzt für eure Kinder nicht so die Sachen dabei sind, die vielleicht euch zusagen würden oder wo ihr denkt, das gefällt mir nicht so ganz. Ich habe auch letztens ein Video gemacht, da habe ich über 50 Geschenkideen für Kinder vorgestellt. Da könnt ihr auch gerne mal reinklicken. Das werde ich euch hier oben in diesem i verlinken, beziehungsweise dann unten in der Infobox. Machen wir mit meiner Tochter weiter. Sie ist ja 4 Jahre und in das Körbchen kommt ein rosaner Osterhase und dann habe ich natürlich auch wieder diese riesige Seifenblasen Verpackung mitgenommen und sie bekommt auch diesen Astroball. Dann hat sie sich Schleim gewünscht, also allgemein natürlich jetzt nicht vom Osterhasen, aber so Schleim und auch den hatte ich von Action, der hat so mehrere Farben. Dann habe ich auch bei Action das hier gefunden und zwar Play-Doh. Sie liebt ja Knete über alles. Was ist denn hier los? Ja, das ist ein Eismaschinen-Set, also da kommt die, ihr seht es ja, die Knete hier unten raus, sowas hat sie tatsächlich noch nicht. Ich glaube, das hat 4,99 € gekostet. Da ist sogar die Knete schon enthalten. Das hier habe ich übrigens auch bei Action entdeckt. Das sind Kreideeier, damit können die Kinder dann auf den Steinen malen, im Garten etc. Aber das kann man eben auch sehr schön mit in das Körbchen rein dekorieren. Da meine Tochter sehr gerne bastelt, habe ich in ihr Körbchen sehr viele Bastelsachen reingepackt. Und zwar einmal diesen Glitzerblock. Den habe ich auch von Action. Ich glaube, der hatte 99 Cent gekostet. Ja, so sieht man es ganz gut. Also ihr seht schon, da sind schöne Farben dabei. Dann habe ich hier noch einen Stickerblock mitgenommen. Sowas geht ja bei kleinen Kindern immer. Auch die glitzern so leicht. Also nicht nur so leicht, sondern ja, da sind eben auch total niedliche Sticker dabei. Oder Stickermotive. Dann noch so einen Block mit ganz viel Tonzeichenpapier. Allerdings in dem A5-Format. Damit kann sie, glaube ich, auch besser umgehen, wenn sie da irgendwas ausschneiden möchte. Da sieht man mal so die Farben von der Seite. Ich von Action und dann habe ich noch was richtig Cooles gefunden. Und zwar so ein Stickerbuch. Da sind richtig tolle Sticker mit dabei. Also, ja, einmal diese Sticker. Also wirklich ganz viele tolle Sachen. Ja, und dann noch einmal Diamond Painting. Das sind so kleinere Motive, sind eigentlich Magnete, aber ich dachte mir, dass das vielleicht für sie besser ist, weil sie ja noch nicht so alt ist und ich das dann mit ihr zusammen mache, dass sie eben nicht so viel Fläche davon bekleben muss. Passt das ganz gut. Auch das habe ich von Action. Auch für sie habe ich dieses Tamagotchi mitgenommen. Diesmal in Pink, gab es glaube ich noch in Orange, Grün, Blau. Dann habe ich dort noch Kopfhörer für Kinder gefunden. Das ist ja mal recht schwierig, weil die natürlich einen kleineren Kopf haben und die sind eben kabellos, sodass sie das dann im Zimmer hören kann, dazu tanzen kann und sie kann sich dann eben auch mit dem Handy verbinden und da ihre Lieblingsmusik abspielen. Gibt es auch in mehreren Farben, hat 10 Euro gekostet. Sie bekommt auch diese Limo und dann einmal das Duschbad, auch von Balea. Das riecht wirklich sehr, sehr gut. Dann ein Badezusatz. Ja, und was sie total liebt, ist diesen Lipgloss. Der ist von Essence. Der nennt sich Juicy Bomb. Der ist auch ganz doll beliebt in den Schulen, habe ich mir sagen lassen. Gibt es auch mehrere Sorten von. Und als letztes so eine Gesichtspflegecreme, denn sie cremt sich immer sehr gern selber ein. Und die hat eben diese Konsistenz, dass sie nicht so super fettig ist und aber trotzdem pflegt. Und das kann sich dann jeden Morgen verwenden. Und dann habe ich noch einmal Löffelei mitgenommen. Das ist ja hier so ein Klassiker. Das werde ich dann auch noch mit in jedes Körbchen reinmachen. Und um das noch so ein bisschen zu verschönern, könnt ihr natürlich auch so Crepe-Papier nehmen. Das habe ich jetzt auch von Action mitgenommen. Und das entweder in die Körbchen reinmachen, dann ist es nochmal bunter. Oder ihr steckt das so dazwischen. Ich werde jetzt einmal die Körbchen zusammenstellen und dann zeige ich euch natürlich auch noch das Endergebnis. So, ihr Lieben, meine Körbchen sind jetzt gepackt. Ich zeige euch das einmal. So sieht das erste Körbchen aus von meinem Sohn. Ich zeige euch das auch nochmal gleich in der Nahaufnahme. Diese Körbchen verwende ich ja immer wieder. Die habe ich mal von Depot gehabt. Und dann habe ich ja standardmäßig diese Körbchen, die ich jedes Jahr verwende. Die kennt ihr sicherlich schon aus meinen Videos. Ich habe jetzt einfach dieses Krepppapier reingemacht. Auch dieses Füllmaterial, was seht ihr gleich. Das habe ich aus diesen 1-Euro-Läden, das lasse ich aber immer drin, sodass ich das immer wieder verwenden kann. Und hier habe ich einfach das Krepppapier zurechtgeschnitten, unten zusammen
genommen und dann einfach hier so reingesteckt. Wenn ihr jetzt natürlich mehrere Kinder habt, ist das vielleicht auch noch eine coole Variante, indem man sagt, alle blauen Eier, meinetwegen, wenn man hier noch blaue Eier reinmacht, dann später, dass die Kinder eben die blauen Eier suchen und die grünen, rosanen etc. oder gelben, dass man da zwei Farben reinmacht. Ja, vielleicht noch ein kleiner Tipp für euch, wenn ihr da Probleme habt, dass ein Kind zu viele Eier sucht und das andere dann traurig ist. Das war's jetzt mit meinem Osterkörbchen-Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bietet euch ein bisschen Inspiration. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend. Bis dann. Tschüss.